Hallo liebe Lamas und herzlich willkommen zu einem mal etwas anderen Video. Ihr seht schon am Videotitel, Warhammer 40k, die 9. Edition ist angekündigt. Eine ganz neue Edition des Tabletop-Spiels Warhammer 40k, Warhammer 40.000 von Games Workshop. Und ich dachte, wir schauen doch zusammen mal rein, was bringt diese Edition, was macht sie anders, was gilt. Und zwar aus der Sicht eines Menschen, der sich erst seit kurzem tatsächlich damit beschäftigt. Ihr habt es bestimmt bei YouTube gesehen, ich habe angefangen mit Warhammer 40k Kill Team, dann kam Corona, das hat das Ganze so ein bisschen nach hinten gedrängt, aber natürlich auch Zeit zum Bemalen und allem gegeben. Und deswegen finde ich es so interessant, dass jetzt eine neue Edition von Warhammer 40.000 rauskommt, mit der man dann eventuell auch einsteigen kann. Und wie verhält sich das überhaupt mit Editionen? Wie ist das mit alten Sachen? Was hat Games Workshop da eigentlich rausgehauen? Da schauen wir jetzt einfach gemeinsam mal rein. Und schauen uns erstmal die Webseite dazu an und so viel kann ich versprechen, einen richtig geilen Trailer, den wir jetzt einfach zusammen mal schauen. Dazu schalte ich kurz um. So, jetzt seht ihr mich unten in der Ecke und wir sehen die Webseite Warhammer 40.000. In the grim darkness of the far future, there is only war. Das ist ja so der Slogan von Warhammer. Und wir sehen hier schon einen Teil des Trailers und den Trailer schauen wir uns doch jetzt einfach zusammen mal an. In the darkness between the stars, the weak and the faithless find no deliverance. Neues Logo. Kanonenfutter. We are raised to believe that the God Emperor watches over us all. Adept Sororitas. And so we are charged to cleanse the mutant, the heretic, the alien. Folterporn. We must not falter. We are his sword. We are his wrath. Und Necrons als Gegner. Even in the face of death, we shall not submit. Einmal getroffen. Suffering is our prayer. Faith is our armor. In battle. He offers us redemption. And for those who prove worthy, the Emperor sends forth his angels. Ohne Space Marines geht. Across a thousand worlds, we fight for our survival. Those that would tear humanity down are legion. Our forces are few. Our enemies many. There is no respite. There is no mercy. And in our darkest hour, a spiteful universe awakens forgotten evils to break us. The galaxy burns, yet still we stand, the last bulwark against the terror. And while we draw breath, we will fight. For in this new dark age, there is only war.
Ja, das war der Trailer zur neunten Edition von Warhammer 40k. Wir sehen ganz klar die Adepta Sororitas, die jetzt am Ende der achten Edition nochmal mit einer limitierten Box eingeführt wurden und einen großen Hype ausgelöst haben, zusammen mit, klar, den Space Marines, um genauer zu sein, den Ultramarines mal wieder. Das sind ja die Poster Boys quasi, apropos Poster Boys, da. Und natürlich jetzt die Necrons als neuer Gegner. Das heißt, wir haben einen Plot-Change. Die Necrons werden wohl auch einmal deutlich überarbeitet. Und dazu schauen wir uns dort einfach mal mehr an, indem wir uns die Webseite mal ein bisschen anschauen. Die wurde nämlich auch komplett überarbeitet. Wir haben hier also ganz klar Space Marines gegen Necrons. Das ist der neue Plot, darum geht's. Wir haben neue Space Marine-Einheiten, klar. Neue Figuren verkaufen eine neue Edition, das ist wichtig. Wir haben hier 9 great things about the new edition und ich denke, das ist auch nochmal ein kleines Video, das wir uns gemeinsam anschauen können. Hello and good day. My name is James Workshop and I am here to tell you, yes, you, 9 great things about the new edition of Warhammer 40,000. Are you ready? You had better be. All right. Now strap yourself in and let us begin. I love it when it rhymes. 1. Warhammer 40,000 has been polished to perfection. Thousands of hours of feedback and innovation have refined the game you love into a gaming experience as smooth as a Necron's shiny head. 2. The most immersive system for narrative play ever. The all-new Crusade system links your games. Earn battle honors, experience, and new rules for your army. It's time to toughen up, kid. Take your recruits from green to mean. 3. Everyone loves command points, so now everyone gets more. Expect less soup and more super soldiers. 4. Tanks are back on track. Your armored behemoth's been getting bogged down by pesky horrid grots or squishy gaunts? No more. Tanks can shoot in combat. Blast foes at point-blank range and keep on rolling. 5. Terrain's been rebuilt from the ground up. Want to defend a building, getting bonuses while you do? Absolutely. Want to sneak up on your opponent using terrain to block their line of sight? We've got you covered. Want to run screaming at your opponent with your chainsword raised and a hymn to the Emperor on your lips? Not completely relevant to this section of the video, but also, yes. 6. Warhammer 40,000 at every size of game. From lunch break combat patrols with your new army to crushing your friends beneath the iron boots of your full collection, we have balanced the scales. 7. Tactical power at your fingertips. Strategic reserves have changed, allowing you to strike your enemies from all angles. Think you're the cleverest general among your friends? Time to prove it, sunshine. Hit 'em where it hurts. 8. Big guns never tire, and firepower feels great. Explosive weapons deal maximum hits to hordes as they swarm across the battlefield, so bring your favorite guns to the party and get the job done. It's time to have a blast. 9. Aircraft take flight. Soar across the battlefield, ignore intervening models, and return for another attack run. It's time for aircraft to feel aircrafty. Pew-pew noise is optional, but highly recommended. New Warhammer 40,000, coming soon. Ja, da haben wir mal so 9 Punkte, die sich auf jeden Fall ändern. Wichtig regeltechnisch ist natürlich einmal, dass Panzer und große Fahrzeuge wieder schießen können, wenn sie auch in Combat sind. Das heißt, aktuell konnte man einfach kleine Einheiten hinschicken und dann konnten die nicht mehr weiter wegschießen, sondern mussten sich mit den Einheiten im Combat messen. Dann die Aircraft-Regeln, dass das wieder deutlich effektiver ist. Spannend ist natürlich die Scale-Sache, dass man von klein bis große Schlachten, dass das jetzt gebalanced sein soll. Ja, möglich war das ja schon immer. Für ganz kleine Schlachten gab es Kill-Team, da gibt es ein bisschen Angst. Geht es jetzt Kill-Team an den Kragen, dass ja die genau die gleichen Einheiten und alles benutzt, aber Games Workshop hat gesagt, nein, Kill-Team ist ein extra System, das bleibt auch extra. Das wird jetzt auch erstmal nicht verändert, außer dass wir wohl Zugang zu neuen Einheiten bekommen und damit wohl auch wieder ein neues Buch kaufen müssen. Dann haben wir einen neuen Narrative-Play-Modus, den Crusade-Modus, da muss man einfach mal abwarten. Und natürlich auch interessant, coming soon.
Also wir rechnen tatsächlich, im Juni sollen nochmal ordentlich Previews losgehen. Ich könnte Ende Juni, Mitte bis Ende Juni könnte es schon soweit sein, dass wir die 9. Edition von Warhammer 40k begrüßen dürfen. Schauen wir mal weiter. New to Warhammer 40k, das hat sich nicht geändert an der Webseite. Wir sehen hier eben die einzelnen Aspekte des Hobbys. Collect, Build, Paint, Play, Read, die Romane, Game and Watch. Besonders Read, da kommt hier ein neues Buch raus mit erstmalig einem schwarzen Space Marine. Finde ich sehr, sehr cool. Endlich, das wurde wirklich auch Zeit. Und dann sehen wir hier schon Featured Factions, die neue Edition, die Story, der Plot. Beschäftigt sich erstmal mit drei Fraktionen. Das sind die Space Marines und die Sisters of Battle, also die Adeptas Sororitas und die Necrons. Die Necrons werden komplett überarbeitet, besonders optisch. Das Silent King, ihr Anführer, erwacht. Die werden jetzt also wieder zur galaktischen Bedrohung. Sie sind ja eigentlich auch mit der Kern allen Übels, wenn man sich die Story so ein bisschen anschaut. Space Marines, klar, wir bekommen neue Primaris-Einheiten, die großen Space Marines. Ich kann das mal zeigen, jetzt immer sich in der Kamera. Das hier ist ein Space Marine Primaris, ein Intercessor. Und daneben, das hier ist ein normaler Space Marine, ein Death Watch Watchmaster. Ups, ah, jetzt ist ihm sein Arm abgefallen. Verdammt. Also ich hoffe, man hat etwas gesehen. Der ist noch nicht bemalt, der ist bemalt. Da ist einfach größentechnisch ist da ein Riesenunterschied dahinter. Die Primaris sind einfach größer und die werden sich immer mehr durchsetzen. Aber ganz wichtig, unsere alten Space Marines sind damit nicht obsolet. Die können wir weiter benutzen, denn wir können alle Kodizes aus der 8. Edition behalten ihre Gültigkeit. Als die 8. eingeführt wurde, wurde alles vorherige ad acta gelegt, weil eine ganze Menge verändert wurde. Das ist jetzt diesmal nicht der Fall und das ist auch eher die Regel bei einem Editionswechsel bei Warhammer 40k. Denn wie ich gelesen habe, gab es im Schnitt alle 3 bis 4 Jahre eine neue Edition und da sind wir jetzt mit 3 Jahren seit der 8. Edition ganz normal eben auch wieder im Durchschnitt. So, hier sehen wir dann auch eine der neuen Einheiten. Da schauen wir dann aber nochmal, was es denn so gibt. Hier sind so ein paar coole Artworks, die meisten davon, das sind jetzt aber keine neuen, die kennt man. Hier Reboot Gilliman und Cypher und Lord Voldus von den Grey Knights. Ja, hier, Aggressor müsste das sein, Captain. Ja, da ist nichts groß Neues und dann hier Don't Miss Out. Was an den neuen Dinge, die besser sind, anders sind, aufgefallen ist, es war wieder sehr humorvoll gestaltet. Ja, eigentlich kindgerecht, ne? Pew Pew, so wie Kinder, Jugendliche Warhammer 40.000 spielen. Und ich persönlich finde das gut. Ich finde, das ist ein ernstes, ein Grim-Dark-Universum, aber wir können darin kleine Kinder sein. Und das sollten wir uns behalten und ich finde, so sollte man es spielen, so sollte man Spaß damit haben. Und so habe ich jetzt auch endlich meinen Zugang dazu gefunden, obwohl ich all die Jahre ein großer Verfechter von Warhammer Fantasy war. Das ist ad acta gelegt, Age of Sigmar ist absolut nicht meins. Und mit den Romanen zu Warhammer 40k, besonders den Eisenhorn-Romanen, sowie jetzt Gorns Geister, aber auch den Horus Heresy-Romanen, besonders den ersten drei, die so den Grundstein für die Story überhaupt legen, bin ich mit dem Universum sehr, sehr warm geworden. Ich liebe es mittlerweile. Deswegen Kill Team habe ich richtig Bock drauf. Da werden definitiv auch noch Videos zu kommen. Und vielleicht ja auch zu Warhammer 40.000 allgemein. Habe ich auf jeden Fall tatsächlich gerade mehr Spaß dran als an Brettspielen. So, schauen wir uns mal was weiteres an. Und zwar haben wir hier Unit Previews. So, da fängt es einmal an mit einem Primaris Intercessor, der hat einen Bolter und hier ein Kettenschwert. Bisher konnten Primaris Intercessors kein Kettenschwert haben, das ist zurück. Das heißt, wir haben wieder einen richtigen Nahkampf-Primaris und da dürfte sich besonders sowas wie die Dark Templar drüber freuen als Space Marine Orden, die ja sehr nahkampforientiert sind. So, dann weiter geht's auch hier nochmal mit einer anderen Pose. Auch hier erkennen wir den Bolter und das Kettenschwert und hier haben wir einen der großen Necrons, der Scorpack Lord. Ja, 3 Arme, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich mag ungerade Zahlen nicht, aber ich finde die Optik der Necrons ist geil. Was man sieht, wovon sie wegkommen, sind die durchsichtigen Stäbe. Das ist jetzt reingemalt. Da müssen Necron-Spieler beurteilen, wie ihnen das gefällt oder nicht. Aber das Modell an sich finde ich richtig geil. New 40k. Dann haben wir hier einen Captain und ich finde, diese Modelle sehen so geil aus. Ja, also storymäßig geht es wohl auch auf einen neuen Kreuzzug gegen die Necrons. Und also dieses Modell, da könnte ich mich einfach sofort drin verlieben. Nur was ich spannend finde, ist, dass wir sehen, dass dieses Modell
an seinem Helm anscheinend, also wir sehen hier Augen. Ja, also das sieht aus wie eine normale Augenpartie und nicht wie eine Helmpartie. Und das finde ich komisch, weil das natürlich rein flufftechnisch eigentlich keinen Sinn macht, dass ein Helm die Augen nicht richtig abdeckt. Bei einem anderen Modell wird das noch deutlicher. Hier ist er nochmal von der anderen Seite. Ich finde das mit dem Schild, den hat man ja auch im Trailer kurz gesehen, so geil. Ein so geiles Ding. Hier bei dem sieht es richtig krass aus wie normale Augen. Also da kann mir keiner erzählen, dass das hier Schildvisier ist, sondern da sind einfach, haben wir normal die Augen durch. Das ist wie ein Ritterhelm quasi, ohne Schutz für die Augen. Das macht natürlich wieder echt flufftechnisch absolut keinen Sinn. Zumindest bisher nicht. Jeder Space Marine würde seine Augen verdecken. Aber ey, ganz ehrlich, Leute, es sieht einfach nur richtig geil aus. Also auf diese Miniatur, besonders anders als die Ultramarines bemalt, stellt ihn euch als Black Templar vor oder als Deathwatch. Richtig geil. Ja, dann die Primaris bekommen endlich Bikes. Das ist sowas, das interessiert mich persönlich nicht wirklich. Ich finde, das sieht jetzt auch gar nicht so geil aus. Aber klar, das befriedigt auch wieder den Spieltrieb in einem. Und sie haben es einfach verdient. Warum? Klar, die alten Bikes waren zu klein für einen Primaris Marine. Aber das jetzt, let's go, babe. Yay. Auch da in schwarz oder als Dark Angel viel besser als Ultramarine. So, dann hier ohne Helm. Auch eine definitiv sehr geile Pose. Das Gesicht mal wieder. Ah, ja, warum guckst du so grimmig böse? So, dann sehen wir hier tatsächlich eine neue Start Collecting Box fürs Adeptus Mechanicus. Mit hier einem Panzer und eben Skitarii-Einheiten. Die Skitarii finde ich sowieso richtig geil, ja, aber das sind jetzt keine neuen Einheiten. Also die Skitarii kennen wir einfach. Das ist einfach eine neue Start Collecting Box. Dann hier ein Crusader und, also sorry, der Kerl mit Terminus auf dem Schwert, das sieht einfach richtig geil aus. Was auch gerade als schwarz bemalt, ja, wobei die Schulterpanzer durchblicken lässt, dass das eventuell trotzdem ein Ultramarine ist, ist das einfach Bombe. Nur ganz ein bisschen unsicher bin ich mir mit dem Stundenglas vorne, ja, aber ansonsten finde ich die ganze Miniatur so geil, wobei man den eigentlich auch astrein genau so in einen Warhammer Fantasy oder tatsächlich, wisst ihr was, der mich erinnert? An Bloodborne. Den könnte man astrein so in Bloodborne reinstecken, wird keinem auffallen. So, dann haben wir hier nochmal die drei Captains zusammen auf einem Bild. Das sind die Blade Guard Veterans. Und ey, die Jungs sind so geil, da freue ich mich so drauf. Die möchte ich unbedingt haben. Ich hoffe, man kann sie im Killteam spielen. Wahrscheinlich, das sieht aus wie eine 40mm Base, also wahrscheinlich eher als Commander. Das ist doof, aber auf die Jungs habe ich richtig Bock. Dann hier der mit dem Bike in schwarz. Geil, oder? Einfach geil. Ich glaube, das war jetzt nicht offiziell, das ist ein Mockup oder so, das hat einer gemacht. Und damit sind wir fertig mit den Previews an Einheiten, die es bisher gibt zu Warhammer 40.000. Oder? Nee, Quatsch, sind wir nicht. Haben wir die? Doch, die haben wir. Ja, also bisher noch nicht sonderlich viel. Wir sehen natürlich, klar, Space Marines kriegen wieder am meisten. Necrons werden komplett überarbeitet. Adeptus Auroritas wird so bleiben, wie sie sind. Also die kamen jetzt neu raus. Die werden nicht großartig was Neues bekommen. Wichtig, wie gesagt, die Kodizes behalten ihre Gültigkeit. Also alle, die schon was haben, müssen jetzt nicht neue Bücher kaufen. Klar, neue Einheiten kaufen wird immer kommen. Es werden neue Regeln kommen, also neue Bücher oder eben White Dwarf Artikel. Das wird auch immer bleiben. Da so ist das eben bei einem lebenden System, das sich eben noch weiterentwickelt. Und das will man ja auch. Man will ja nicht ewigen Stillstand. Es gab ja einiges an Kritik an der 8., einiges an Lob. Mal schauen, wie es dann jetzt eben mit der 9. Edition wird. So, jetzt quatschen wir schon 18 Minuten lang. Ich denke, das reicht für einen ersten Eindruck, was uns jetzt mit Warhammer 40k der 9. Edition erwartet. Ich mache gerne weitere Videos drüber, Quatsch mit euch aus der Sicht von jemandem, der gar nicht sonderlich viel Ahnung hat und da aber auch keinen Hehl draus macht, sondern ich freue mich einfach über die geilen Figuren, geilen Einheiten und wir werden sehen, was da kommt. Bleibt dran, ich freue mich, euch wiederzusehen. Der Imperator beschützt, wir sehen uns beim nächsten Mal.